So, weiter geht's mit Let's Play Train Fever. In der letzten Folge waren wir damit stehen geblieben, hier das Stellwerk zu bauen, einzubauen, richtig, das passt mit dem Gleis. Haben hier den Bahnhof zum Kopfbahnhof gebaut, weil wir einfach nicht die ganze Stadt abreißen wollen. Und hier noch ein paar Signale gebaut. Die Linien haben sich also soweit nicht verändert. Wir haben auch hier noch die eine Strecke hier zweigleisig gebaut. Ausgebaut sozusagen. Und da schauen wir jetzt mal, wie das jetzt von den Fahrgastzahlen noch so ist. So, ich muss mal erst wieder auf Fahrt stellen. Und dann verfolgen wir den Zug mal ein bisschen. Also 64 fahren gerade mit, das ist recht gut dafür, dass zwei Züge fahren. Gut, hier wird jetzt auch die Stadt wieder weiter erweitert, das ist doch schön. So, hier kann man aber auch aus dem Bahnhof auch nicht mehr raus, aber hier ist eigentlich eh nichts mehr, außer hier das Meer. Beziehungsweise nicht mehr, eher der kleine See. Ja, so, schauen wir mal, ist wieder ziemlich voll. Und jetzt schauen wir mal, wo sich die Züge dann hier kreuzen. So ungefähr, ob das alles so passt oder ob sich die Sterne am Bahnhof, aber es scheint gut zu passen. So, ja, ich hatte erwischt, den anderen Zug zu erwischen, aber es ist nicht gegangen. Das heißt, wir warten jetzt hier dann mal auf den anderen Zug und verfolgen den auch mal kurz, ob da alles passt. So, und hier fahren jetzt gerade nicht viele Fahrgäste mit. Ist also gerade eine ziemlich leere Geschichte. So, das Geld steigt und steigt. Das ist recht gut bis jetzt. So, hier kommen wieder ein Fahrzeug von jetzt auch nicht so viele mit. Das heißt, wir haben fast einen Zug zu viel dann. Aber die Alex sind auch teilweise ziemlich voll noch. Also irgendwie weiß ich nicht, wie das ist. Also der ist jetzt auch gut voll. Auf jeden Fall kümmern wir uns erstmal um den. Die da, die sind jetzt gerade ein bisschen nebensächlich. Jetzt schauen wir mal, wenn der andere Zug kommt, so, ob da auch noch genügend Fahrgäste mitfahren. Es schaut auf jeden Fall so aus. Zurück zu bin ich jetzt gespannt, aber es schaut auch so aus, als würden wieder einige mitfahren. Ja, über 40, das passt auf jeden Fall soweit. Gut, dann ist die Linie abgehakt und funktioniert soweit, so wie sie soll. Die Stadt hier wird auch ziemlich groß, wenn man jetzt mal die Buslinie anschaut, wie man die damals gebaut haben, hat sich das schon ein bisschen verbreitet. Aber ja, die Buslinie werde ich nicht mehr umbauen, die baue ich einfach nur so grob immer und dann nicht mehr. So, jetzt schauen wir mal, ob die Züge hier noch voll sind. Also der Alex ist ziemlich voll und der ist jetzt auch ziemlich voll. Das heißt, die werden erst zwischen dem und dem Endbahnhof hier ziemlich voll und das letzte Stück ist nicht mehr so begehrt sozusagen. Schauen wir mal, wie viele Leute der Alex, also hier wird er nicht mehr viele mitnehmen. Aber dann rückzu an dem anderen Bahnhof, denke ich, wird es recht gut. Allerdings ist jetzt der ziemlich leer hier. So, hier fährt einer raus und der andere kommt schon wieder rein. Also fast. So, ja, hier fahren die eigentlich schon ziemlich dicht auf. Das ist fast ein bisschen zu dicht. Ich würde sagen, dass wir da fast einen Zug runternehmen. Weil ich denke mal, dass der Alex hier jetzt auch nicht die Fahrgäste unbedingt rausreißt, auch wenn er vom Bahnhof. Naja, gut, es ist immer wieder so ein Ding, dass teilweise so viele mitfahren. Aber die Züge sind auf jeden Fall viel zu viel. Von dem her nehmen wir einen raus. Also den Alex auf jeden Fall nicht, weil der macht richtig gut Gewinn. Ich würde eher sagen, ich weiß nicht, können wir uns jetzt entscheiden zwischen Regio Shuttle und Desiro. Den Desiro können wir eigentlich später noch zum Einsatz bringen, weil den fährt man halt Doppeltraktion, der lohnt sich dann schon, aber so zwei Regio Shuttle eigentlich nicht so. Von dem her sage ich mal, löschen wir mal hier die zwei Desiros runter. So, das Alex-Fenster können wir wieder zumachen. Und dann lohnt sich die Strecke auch recht gut, denke ich. Und es fährt kein Zug irgendwie halb leer oder so. Ja, 44 Fahrgäste in den Regio Shuttle passen auch 40 rein. Das passt dann schon einigermaßen. Vor allem können wir da auch noch einen dritten dranhängen, wenn es ist von den Regio Shuttle. Und dann passen auch 60 rein. Und hier wird es halt dann von der Länge fast ein bisschen schwierig. Aber ich denke, das wird auch noch gehen.
Aber vor allem ist halt so, dass die Züge ziemlich dicht aufeinander fahren und das macht irgendwie keinen Sinn. Das ist ein bisschen sehr unrealistisch. Und wie man weiß, baue ich gerne realistisch. Und von dem her, ja, warten wir mal, bis der jetzt Geld ausspuckt und dann so, schickt man ins Depot und verkauft man den gleich. Das bringt auch wieder ein bisschen Geld. Übrigens nehmen wir gerade richtig fett Geld ein, also schon fast 150.000. Da geht auf jeden Fall mal was. So, von dem her wird es eigentlich passen. Wir werden jetzt gleich die Strecken auf Signale überprüfen, ob die alle passen. So, jetzt geht's gleich weiter. So. Also, schauen wir jetzt mal überall die Signale an und ich würde sagen, wir bauen jetzt überall die gleichen. Also hier haben wir gesagt, dürfen wir kein Ausfahrsignal bauen. Hier haben wir ein neues Einfahrsignal. Das Blockensignal reißen wir hier komplett ab und das auch. Es kommt dann hier irgendwie mittig hin, wo es denn passt. Also, wenn wir meinen hier. So. Ja, die fahren jetzt gerade auch noch ziemlich dicht auf, aber ich denke mal, das wird sich mit der Zeit richtig einlaufen. So, dann bauen wir mal hier noch ein Signal. In die andere Richtung, das bringt es irgendwie gar nicht. Vor allem brauchen wir jetzt nicht mehr so viel Blocksignale, weil ja nicht mehr so viele Züge fahren. So, dann hier wieder ein Ausfahrsignal. Dann hier auch. Die kommen hier weg. So. Und jetzt bauen wir hier nochmal Zwischensignale. So, ich muss kurz husten, darum eine kleine Unterbrechung. Für euch war es dieses Mal wirklich nur ein kurzer Schnitt, nicht so wie in Folge 7. Weil dort hatte ich Ende gedrückt, also Aufnahme beendet und wieder eine neue angefangen. Und jetzt habe ich nur, so das Signal passt hier nicht hin, das muss weiter vor, habe ich nur auf Pause gemacht und weiter. So viel zur schwierigen Erklärung, die übelst interessant war. So, jetzt machen wir hier mal ein anderes Signal, also Fahrt- und Halterbauten, das auch ein bisschen realistisch ist von den Signalen, aber so unbedingt schaue ich da jetzt nicht drauf. So, hier haben wir dann Ausfahrsignal, das machen wir hier auf beiden Seiten. Und ja, hier brauchen wir es nur hier. Dann hier haben wir ja die Signale schon alle gemacht, wie sie gehören. So, und hier auch. Dann denke ich, wird das noch ein. Ne, das ist auch schon ein neues. Gut. So, na komm. Hat es gerade ein bisschen gehängt. Das ist manchmal einfach. So, dann. Ja, was man wirklich merkt. Zum Beispiel jetzt in mein Großprojekt, da habe ich jetzt schon 10 Zuglinien, die alle auf einen Kopfbahnhof laufen. Wie gesagt, da kommt ja, ist vor ein paar Tagen ein Video gekommen. Könnt ihr euch gerne ansehen. Findet ihr auf meinem Kanal natürlich. Es heißt EP Kopfbahnhof, nicht EP, Twin für Kopfbahnhof oder so ähnlich. Und ja, Zwischensignale, naja, die bringt es jetzt nicht mehr wirklich so hier, aber passt schon so noch einigermaßen. So, was zeigen jetzt die hier, wenn Zug fährt? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtigen genommen habe. Auf jeden Fall ist es so, da ist schon ziemlich viel gebaut und viele Strecken. Da ist die Performance teilweise schon recht im Keller. Und da habe ich die Grafik auch schon runtergestellt, weil sonst. Ja, die habe ich jetzt hier, also das habe ich im anderen Spielstand eingestellt. Bis auf HDR alles normal halt aus, aber das macht, finde ich, auch keinen großen Unterschied. Also ihr werdet jetzt da zu den alten Folgen keinen großen Unterschied merken. Wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte das wahrscheinlich sowieso nicht gemerkt. Von dem her nicht so schlimm. Und mich bringt es nicht um, von dem her passt schon. So,
Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal nur Einfahrsignale gemacht. Schauen wir also mal, dass die auch hier alle passen soweit. Fahrzeug im Weg, da kommt scheinbar gleich was. Nein, nein, lass mich bauen. Ach, jetzt ist gebaut. Habe ich jetzt mehr gebaut? Nee, gut. Und so, jetzt hier die muss man auch noch tauschen. Ja, was wir hier mal mit den Gleisen machen, ich glaube, das wird nicht mehr viel hier. Es wird hier auch so ein halber Kopfbahnhof, also ein paar Gleise werden da enden. Weil sonst müssen wir hier alles durch Tunnel und so weiter machen. Das ja, muss nicht sein. Ich schau mal, ob wir hier das Endgleis richtig hinbringen, ob das passen würde. Aber es scheint nicht zu gehen. Ja, hier würde so eine Einsenkung machen und das geht nicht. Schade. Dann muss das leider so bleiben, aber bringt jetzt auch keinen um. Also schauen wir mal, wie wir das später machen. Wir könnten natürlich hier jetzt auch so einen Fake-Tunnel machen. Allerdings geht das nicht mal wegen den anderen Tunneln. Also lassen wir das einfach so, denke ich. So, hier haben wir jetzt Signal getauscht und hier haben wir es getauscht. Und so, dann müssen hier wieder Blocksignale hin. So, dann haben wir hier eine ziemlich lange Brücke, da können wir keine Signale drauf bauen. Machen wir also hier vor der Einfahrt noch eins. Und hier, ja, geht auch noch eins. Oder ne, das steht dann über die Weiche, wenn hier was ist. Nicht so gut, dann machen wir hier die Ausfahrsignale. Dann muss das reichen. Mache hier jetzt einfach, ne, oder ne, das ist das Richtungsgleis, das passt so. So, dann hier noch eins und hier. So, genau, die nächste Strecke, was man bauen wird, erstmal hier runter. Das hat man ja mal geplant gehabt, schon vor längerer Zeit. Dann haben wir nämlich gleich was, das machen wir dann auch gleich, wenn ich die Signale getauscht habe. Und das wird dann wohl auch die erste Strecke sein, die mit Elektrofahrzeugen laufen wird. Ja, ich weiß noch nicht, was wir da nehmen. Vielleicht zum Anfang mal einen kleinen Triebwagen. Und dann später erst längere Züge, weil die bringen es halt jetzt nicht auf die kurze Zeit. Oder so am Anfang. Müssen wir mal schauen dann. So, jetzt haben wir hier ein Signal und hier das Ausfahrsignal ist. Also ich weiß nicht, was wir hier alles getauscht haben. Ich glaube nur Einfahrsignale. So gut, dann haben wir hier eins, dann hier ein Einfahrsignal. Machen wir hier nochmal ein Blocksignal. So, dann immer wenn wir rein und rauszoomen, so ein bisschen lädt er immer neu. Aber momentan geht es noch. Später wird es immer brutaler da mit dem Laden und so, dass teilweise schon unspielbar ist. Also sollte man nicht so einen Bahnhof bauen, wo, keine Ahnung, 100, nee, nicht 100, aber so 15 Linien in einen Bahnhof gehen, alle von der gleichen Seite. Das habe ich nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, so, jetzt schauen wir mal, hier unten wäre dann eigentlich auch schon Ende, oder, nee, wir können dann hier noch rüber bauen später. Das heißt, wir machen die Strecke zweigleisig. Schauen wir mal, Strom geht jetzt noch nicht, aber das elektrifizieren wir dann einfach nachher noch. Übers Wasser müssen wir nicht, das passt zu weit. So, jetzt schauen wir mal, dass wir da gut bauen können. Eine Brücke wollen wir gerne nicht. So, bin ich hier richtig? Ja. Ich würde sagen, wir bauen das hier in die Richtung vorbei. Genau, dann können wir hier schön einen Bahnhof bauen. Das wird dann gut passen. So, hier reichen auch noch die kurzen Bahnsteige, denke ich, weil, wie gesagt, sollen da nur ein paar Triebwagen fahren. Das wird auch so eine Strecke. Da wird später, glaube ich, mal kein Fernzug fahren oder sowas. Von dem her passt es noch.
Ja, nehmen wir mal einen anderen Bahnhof vielleicht. Nehmen wir mal den hier. Zur Abwechslung ein bisschen, dass nicht alles so gleich aussieht. So, jetzt habe ich den natürlich ein bisschen falsch gebaut. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Dann reißen wir nochmal ab. Kostet uns jetzt zwar ein bisschen was, aber wir sind in den Einnahmen so gut, dass uns das eigentlich nicht juckt. So, das heißt, hier hat man so einen kleinen Bogen, wenn ich die Strecke nicht mehr korrigiere. Das ist dann nicht so schön. Machen wir also nochmal weg hier. Wir möchten nämlich schon mindestens mit 120 hier fahren. So, eher genau. Und dann kommt hier noch das zweite Gleis neben dran. Machen wir hier einfach auch hier raus. Na, Kollision Terra-Angleichung. Was meckert da jetzt hier rum? Schauen wir mal, das nächste Gleis wäre hier links, da die rechts daneben. Gut, bauen wir jetzt hier erstmal das Gleis dran. Das legen wir schön an, dass es auch gut passt. So, und dann schauen wir mal, wie wir hier am besten reinkommen gleich. Wenn ich mal mich nach vorn gekämpft habe. Das ist ein ziemlich langer Weg. So. Dann, ja, hier einfach eine Weiche rein. So, jetzt geht's. Gut. Haben wir hier schon irgendwo ein Depot? Haben wir nicht. Dann würde ich sagen, bauen wir hier einfach so ein kleines Abstellgleis. Natürlich wieder mit unserem beliebten Prellbock, den baue ich eigentlich fast überall. Ist aber auch realistischer, wie immer überall ein Depot bauen. Vor allem ist das Depot auch noch so kurz dann. Sieht nicht so schön aus. So. Ich würde dann sagen, wir bauen die Strecke sofort weiter bis zur nächsten Stadt. Also hier vorn und dann ist hier auch Endstation. Hier wird also jetzt ein eingleisiger Bahnhof reichen. Diese Bahnsteige hier habe ich auch neu installiert. Die sind recht schön. So, hier wieder Ende. Und dann hier ran am besten. Jetzt macht der Bahnübergang hier ein paar Probleme. Schauen wir mal, dass wir den hier hinkriegen. Achso, hier sind zwei Bahnübergänge. Ist natürlich ein bisschen doof. Machen wir es mal so. Und dann so. Dann sollte man hier gut hinkommen. Terra-Angleichung. Das ist jetzt doch Kollision mit der Terra-Angleichung. Okay, dann. Ich muss doch aus dem Bahnhof ein Gleis rausbauen können. Was ist jetzt das für ein Scheiß? Okay, das ist jetzt irgendwie blöd. Dann bauen wir nochmal einen Bahnhof. Nehmen wir einfach den hier auch. Ich hoffe mal, dass der hier so reinpasst. Aber der passt jetzt hier nicht so rein. Ist blöd. Dann müssen wir doch den nochmal nehmen. So, schauen wir mal. Vielleicht war es nur ein kleiner Fehler im Spiel. Nee, das geht hier nicht. Warum geht das nicht? Ich muss doch aus dem Bahnhof ein Gleis rausbauen können. So ein Scheiß. Dann bauen wir die Straße mal hier ein bisschen vor, aber nicht so weit. Ungefähr so. Und dann nehmen wir hier einfach den anderen Bahnhof. Also den modernen da. Den da. So, da müssen wir das Gleis noch mal ein bisschen korrigieren von beiden Seiten. So ist das jetzt hier. Es ist noch, steht noch nicht fest, was das hier für ein Gleis ist. Dann passt das. So, hier. Ach ja, jetzt haben wir hier vorne das Problem im Bahnübergang. Jetzt haben wir der hier wieder. Was ist denn da hier? Achso, das liegt. Nee, es liegt auch nicht am Bahnübergang. Was
hat der hier für ein Problem? Das verstehe ich nicht. Das ist mir jetzt ein großes Rätsel. Was der jetzt hier für ein Problem hat. Aber gut, dann bauen wir den Bahnhof wohl woanders. Das heißt, wir bauen den ein bisschen außerhalb und hoffen, dass es da geht. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was hier dann der Fehler ist. Naja, wenn man hier bauen, ist es schon viel zu weit draußen. Aber die Stadt wird sich da mit der Zeit schon rundum bauen. Und in echt geht es auch, zum Beispiel bei uns in der Nähe im Bahnhof. Ja, da ist der Ort ziemlich weit weg vom Bahnhof, weil die damals, wie die Bahnlinie gebaut worden ist, keine Linie wollten von der Bahn. Von dem her haben die halt jetzt keinen richtigen Bahnhof. Ja, so hier in der Bahnhofsausfahrt können wir noch die Weichen steil machen. Da fahren wir nicht so schnell und dann ist es hier gut. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall mal gut raus. So, dann das zweite Gleis gleich daneben. Allerdings muss jetzt hier das Gleis weg. So. So, das legen wir hier wieder gut an. Bauen wir hier auch bis zum Ende. Oder fast genauso weit. Dann machen wir hier, es geht halt ein bisschen kurvig, das Gleis, das ist auch okay. Dann machen wir hier, wie gesagt, einen Prellbock nochmal, wie man gesehen hat. So, jetzt wenn hier ein Zug reinkommt, kommt er hier rein und will dann auf die andere Seite wieder rüber, brauchen wir also hier eine Verbindung. Und dann schauen wir jetzt noch, wo wir überall Signale brauchen können. Das heißt, auf jeden Fall mal hier bei der Ausfahrt. Ein Einfahrsignal. Blocksignale. So, ja, dann hier nochmal Blocksignale. Es ist auf jeden Fall noch Platz. So, Bahnhofsausfahrsignale. Ein letztes Mal Blocksignale und dann, naja, doch nicht ein letztes Mal, die Strecke ist nämlich immer noch ziemlich lang. Das heißt, hier nochmal Blocksignale und dann ist es so okay. So, dann bauen wir hier noch ein Einfahrsignal, dass es hier alles passt. Und dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Folge erstellen wir und ja, dann werden wir hier mit bisschen Glück, wenn es von der Zeit hier schon passt, den ersten Elektrozug fahren. Ja, und was mich hier gerade noch ein bisschen stört, ist hier das Gelände. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Passen wir also ein bisschen an schnell. Ja, Wünsche, falls ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, immer gerne in die Kommentare schreiben. Allerdings werde ich gleich die nächste Folge noch aufnehmen. Also Wünsche kann ich dann erst in der übernächsten Folge drauf eingehen und so weiter. Und ja, wisst ihr Bescheid. Ich nehme momentan ein bisschen vor auf. So, hier haben wir noch ein bisschen unschöne Landschaft sozusagen. Es wird aber auch ein bisschen doof aussehen, wenn ich jetzt hier so bin. Das sieht echt ein bisschen blöd aus. Ja, also wie gesagt, in der nächsten Folge bauen wir hier für die und die Stadt die Buslinien. Und den ersten Zug, der hier fahren wird. Wahrscheinlich, wenn alles passt soweit. Und wenn es euch gefallen hat, das Video gerne Like geben. Und ja, von dem her danke fürs Zusehen. Gerne kommentieren. Und bis zum nächsten Mal sage ich, euer der Stoiber. Tschüssikowski.